Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Two Point Hospital. Ich habe keine Ahnung, ich habe eine kurze Pause gemacht. Was haben wir für ein neues Ziel? Befördern einen Mitarbeiter. Ja, das ist irgendwie so grundsätzlich das Ziel. Huch, wir haben irgendwas geschafft. Das da müssen wir öffnen. Bist nun geöffnet, Forschung. Was brauchen wir noch? Was hat er noch gesagt? Befördern einen Mitarbeiter und Chirurgie. Schafft ihr schon irgendwie? Ich glaube an euch. Sondermeldung. Ja. War nicht so geil. Müssen uns einen Ruf irgendwie hochkriegen. Ein Mitarbeiter befördern, 200 Forschungspunkte. Wir könnten wieder Preise runterstellen. Wir sind immer alle happy. Oder das interessiert sie nicht, aber ich stelle trotzdem mal die Preise runter. Reporterbesuch. Ja, da kriegen wir nämlich 8 Ruf. Und 8 Ruf ist mehr als ganz. Ach nein, was soll das denn schon wieder? Wie viel? 4. Hier, du bist betroffen. Bleib stehen, du Grau-Anatomie-Mensch. Ohne Scheiß, ich würde die Leute sehen und könnte direkt sagen, was die haben. Ja. 1 haben wir. Eine Reporterin von Radio Two Point ist hier. Ja, schön. Was haben wir wieder für scheiß Preise? Ja, richtig geil. Aber beste Forschung haben wir nicht. Die haben wir auch geschlossen das ganze Jahr eigentlich. Die haben wir nur geöffnet, falls wir das brauchen. Falls wir Geld dafür kriegen. Ja, da ist was gestorben. Ist da irgendwas, was verdächtig aussieht? Sorry. Ich finde die nicht. Da ist was infiziert. Hier, du mit den Krabben-Dings am Kopf. Wir nähern uns dem Ende der heutigen Spielvorgänge und damit wird es Zeit für Sir Nigels Spieler des Tages. Wie viel haben wir noch? 2. Diese Ehre an Mortimer Pickles. Oh, ich finde die ja immer so gut. Wahrscheinlich, ihr seht es so sofort, wenn ihr das schaut. Aber ich finde die halt nicht, weil ich einfach nur beschränkt bin, scheinbar. Seine Freude, ihn in Bestform zu sehen. Und heute war wahrlich ein Tag, an dem diese Aussage der Wahrheit entspricht. Ja, ich will gerade am liebsten einfach nur schlafen. Ab da rennt doch was ohne Kopf. Es ist zwar jetzt tot, aber dafür ist es geimpft. Vielleicht stirbt das andere auch von allein. Ja, hier, es stirbt wirklich von allein. Können wir es noch impfen? Super. Die Seuchenschutzbehörde ist beeindruckt. Haben wir toll gemacht. Ich danke allen, die mir geholfen haben dabei. Also niemanden. wir könnten wieder hier ein bisschen Motivation. Die müssen mich nämlich auch mit motivieren. Ich sollte mal so einen Kurs zur Motivation mitmachen. Vielleicht wirkt dann das hier alles motivierter. Okay, starten. Einen Mitarbeiter noch befördern und dieser Chirurgie-Dings. Ja, da ist halt auch gerade keiner. Steht da vor einer und wartet. Möchte gerade irgendjemand behandelt werden? Ja, 2 Leute und einer davon stirbt gleich. Ein Floppy-Scheiben. Aber wenn da kein Arzt auftaucht, stirbt der. Was haben wir denn hier Schönes? Verdiene 100.000. Ich gebe mein Bestes. Und was sollen wir machen? Verdiene 100.000, befördere einen Mitarbeiter. Irgendwas wurde geheilt. Das ist ein schönes Geräusch, dieses Bling. Es hat Bling gemacht, wir haben genügend Forschungspunkte. Ach, haben wir das geschafft. Das freut mich jetzt, aber da ist jetzt gar keiner. Das könnten wir mal erneuern. Ist immer so frei. Wie schön unsere Cafeteria doch mit diesem kunstvollen Wandzeugs aussieht. Was sollen wir denn machen? Okay, es hat sich geschlossen in der Zeit, wo ich es öffnen wollte. 8 Automaten füllen. Das machen wir doch gerne. Holt euch bitte hier alle was zum Trinki und zum Essi ab. Die Hausmeister kommen dann vorbei. Nein, ich wollte es nicht verkaufen. Scheiße, was stand da? Ich glaube, ein Snacky. Ich wollte den Snackautomat nicht verkaufen. Ich wollte ihn füllen lassen. Wir
Befüllt den Snackautomaten. Befüllt den Snackautomaten. Nicht verkaufen, befüllen. Die Leute wollen gut ernährt werden in unserem Krankenhaus. Okay, wir haben Sachen scheinbar erfüllt. Was haben wir erfüllt? Cool, 100.000 verdient und 8 Ruf bekommen. Richtig gut. Mal nicht komplett abgekackt. Da unten stehen noch ein paar Sachen zum Auffüllen. Ja, das sollte reichen. Eine Marketingkampagne. Natürlich. Ihr seid immer noch bei Pixiose. Was? Dann brechen wir das einfach mal ab. Wir machen eine Station. Das können wir nämlich handeln. Oh, es wird gespeichert. Was passiert nun? Wird es das Spiel schaffen? Irgendwo ein Automat müssen wir noch auffüllen. Das hilft nichts. Füllt bitte restlich Automat noch auf. Ach, wir haben es geschafft. Fraktur. Ja, haben wir. Nehmen wir gerne an. Also, wir müssen einen Ruf von 90% haben. Den haben wir natürlich nicht. Da fehlen noch 12%. Und 200 Patientenheilung. Wir haben 86. Was sollen wir machen? Einen Krankenpfleger ausbilden. Natürlich doch. Suchen wir uns einen feinen Krankenpfleger. Diagnostik hört sich doch toll an. Das macht die Ärzte hier und ich mache das an 5 anderen Leuten. Viel Spaß. Können wir mal wieder was befördern? Eine Beförderung. Ui. Haben wir schnell geschafft. Warum pinkeln immer noch Leute irgendwo in mein Krankenhaus hin? Ich mag das nicht. Ich gestatte das nicht. Ist das hier unten? 200 Forschungspunkte, das kriegen wir hin. Ja, wir machen den Strecksaal. Und go! Der Chirurgie warten noch Leute. Was war das jetzt gerade für ein komisches Geräusch? Ich habe Angst. Kann man irgendwas tun? Haben wir jetzt eigentlich jeden Raum gebaut, den wir bauen können? Oh, wir sollten eine Bänke hinstellen. Und vielleicht ein paar Verkaufsautomaten. Ein Getränkeautomat vielleicht noch da so hin. Dann noch so ein Snackautomat, dass man gar nicht erst in die Cafeteria gehen braucht. Wir könnten hier einen zweiten Pfleger reintun, dann geht's schneller. Okay, irgendwas haben wir geschafft. Ich glaube, irgendwer wurde... Nein, geforscht wurde nicht. Was haben wir denn gemacht? Oh Gott. Ich glaube, wir haben jemanden ausgebildet. Oh, 200 Forschungspunkte. Was sollen wir jetzt machen? Bild einen Krankenpfleger aus. Setze noch einer? Ja. Das war jetzt schwer. Könnt noch wieder was ausbilden. Also wir können gerade 18 Leute ausbilden, deswegen könnten wir echt irgendwas Cooles machen. Ein Teilnehmer davon fände ich recht cool, dass wir noch einen dritten hätten. Und Start. 200 Forschungspunkte, ja, das können wir hin. Können wir vielleicht welche mit Forschungszeugs einstellen? Nee, leider nicht. Aber da können wir Leute mit Genetik einstellen. Heilungsrausch. Heilungsrausch? Weil wir so viele Leute heilen? Da ist was gestorben. Da heilen wir doch nicht so viel. Ach, schön, wie das immer lädt, so zum Quartalsende. Da brauchen wir einen Arzt und da einen Krankenpfleger. Dann geben wir das denen doch. Wenn sie einen Krankenpfleger wollen, dann geben wir ihnen einen Krankenpfleger. Reinige 8 Toiletten. Okay, kriege ich hin. Die ist schon gereinigt.
Willkommen zurück zur Show von Ricky Hawthorne, der besten Sendung auf Radio 2Point. Ja, diese ganzen Sendungen bei Radio 2Point, ich würde den Sender wegschalten und mir eine CD ins Auto legen. Das würde ich machen. Aber wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von 2Point Hospital. Bis dahin, tschüss.